Ciao, ihr Lieben. Wir befinden uns hier auf dem berühmten Campo di Fiori Markt. Viele von euch kennen den bereits, weil wir hier auch auf unseren Touren vorbeikommen. Heute möchten wir euch gerne andere tolle, aber weniger bekannte Märkte zeigen. Ein absoluter Geheimtipp ist sicher der Bauernmarkt am Circus Maximus. Dieser ist jedes Wochenende geöffnet. Man findet zahlreiche Spezialitäten wie getrüffelte Salami, Gorgonzola oder regionales Olivenöl. Wir sind jetzt bei Italy, dem Nonplusultra für italienisches Essen und Trinken. Dann gucken wir da mal rein. Bei Italy gibt es auch ganz viele Lokale direkt in der Mall, wo ihr wunderbar und lecker essen könnt. Ein toller Markt ist auch der Mercato Trigonale in der Nähe vom Vatikan. Der Markt hat über 270 Stände und ist täglich von 7 bis 14 Uhr geöffnet, außer sonntags. Geräucherte Schinken oder frische Pasta. Wer hier mit leeren Einkaufstüten nach Hause geht, der ist selber schuld. Ein weiterer Markt ist die Porta Portese. Hier gibt es Dinge, die die Welt nicht braucht. Ein Trödelmarkt und Wühlmarkt. Hier findet man einfach alles. Altes und Neues, selbstgemachten Schmuck, handgemachte Mode, Antiquitäten. Alles, was das Herz begehrt. Rom hat noch so viel weitere schöne Märkte. Empfehlenswert sind sicher auch der Mercato in Destaccio, Garbatella oder Monti.